Kamera, das wackelt. Also das Stativ wackelt. Die Kamera zu wechseln, das ist anstrengend. Da brauche ich jetzt was Spezielles. Hallo liebe Leute, was machen wir heute? Heute ein ganz ein schnelles Thema. Ich habe hier so eine Kamera über meinen Tisch montiert, damit ich Produktreviews auch von oben filmen kann. Ich bin ja im Aufbau von meinem neuen Studio. Und was soll ich sagen, dieses Lichtstativ, was ich hier verwende, das wackelt einfach. Sobald ich die Kamera einschalte, wackelt das nach. Dann habe ich verwackelte Bilder, das will ich einfach nicht. Deshalb gibt es heute ein Produktreview. Ich habe so einen Halter für Tablets gekauft. Das Coole ist, das hat solche Arme und die kann man auch fixieren. Also das ist ganz wichtig und was meine Idee ist, dass ich hier anstatt vorne auf den Kopf diesen Tablet- oder Handyhalter drauf habe, dass ich einfach einen kleinen Kugelkopf montiere und dort die Kamera drauf gebe. Vielleicht auch später eine Schnellwechselplatte, das könnte ganz praktisch sein, aber vorerst ist das genug, wenn ich einfach hier einen Kugelkopf drauf habe. Packen wir das jetzt schnell mal aus, schauen wir uns das an. Die Kamera überhalb, ja, sie wackelt noch leicht, aber das ist jetzt okay fürs Erste. Schauen wir uns das mal an, machen wir die Schachtel mal auf. Super, okay. Also was gibt es hier drin? Also da gibt es so eine Grußkarte, nenne ich sie mal. Installation Instructions, das ist auch sehr interessant. Was ist hier drin? Ich zeige euch das kurz. Ja, es ist jetzt nichts mega Aufregendes, das ist ja sehr ähnlich wie mit diesen Lampen, die man da hier irgendwie verbiegen kann. Aber der Vorteil von diesem Halter sollte halt sein, dass ich das wirklich fixieren kann mit Schrauben. Und das schauen wir uns jetzt an. Okay, also die Verpackung, es wird jetzt ein bisschen rascheln. Ich gebe das mal raus. Das muss man alles selbst zusammenbauen. Das ist dieser Tablet-Halter, das kann man dann dementsprechend einstellen. Ah, das ist ganz cool gemacht. Schauen wir uns an. Ich packe jetzt mal fürs Erste alles einfach aus. So, die Produkte habe ich jetzt mal hier aufgelegt. Es ist nicht so viel dabei. Es gibt diesen Montagefuß. Den kann man zum Beispiel auf eine Tischplatte drauf montieren. Oder wie ich das hier mache, auf meine Installation oberhalb. Das ist sehr cool. Kann ich überall hin mitnehmen. Was ganz interessant ist oder gut ist, es ist sehr stabil gebaut, hat hier noch zusätzliche Schrauben und jetzt schauen wir uns das an, was das Ding hier kann. Okay, das ist dieser Halter. Okay, das ist hier festgeschraubt. Es federt. Ey, also es gefällt mir schon mal richtig gut. Einzige. Okay. So ist dieser Auslegearm. Grundsätzlich ist das ja gedacht, dass man das irgendwie hinter seinem Bett montiert und dann hat man das Tablet hier. Schauen wir uns das mal weiter an, wie wir das jetzt hier machen. Also hier gibt es drauf so einen, ich würde es mal Quick Mount nennen. Da kann man das einfach einschieben, draufgeben, verschließen und schon habe ich einen Handyhalter. Das ist sehr cool. Dasselbe für Tablets. Ja, und es gibt dann auch noch andere Federn dazu, damit man da entweder stärker oder schwächer eine Federung hat, also eine Dämpfung hat. Aber wie gesagt, man kann das mit diesen Schrauben, jedes Gelenk, fixieren. Und das ist mir halt schon sehr wichtig. Das ist ein ziemlich großer Kopf hier. Und den werde ich jetzt tauschen mit dem Ding, was ich hier oben habe. Jetzt werden wir das mal abbauen. So, ich zeige euch jetzt mal den Halter, den ich hier habe. Also so schaut das aus. So habe ich das über meinem Tisch drüber.
mal die Kamera runter. Kamera. Und jetzt werden wir auch den Kopf dementsprechend runterschrauben. Also meine Idee ist ja wirklich, dass ich diesen Kopf, ich zeige es euch gleich, ist einfach ein ganz günstiger Gelenkskugelkopf und den kann ich dann dementsprechend verstellen und fixieren und da kommt meine Kamera drauf. Und das machen wir jetzt einfach. Jetzt schauen wir nur, wie ich diese Kugel hier rausbekomme, ob ich die rausbekomme. Es ist schon sehr, sehr schön gemacht, das gefällt mir wirklich gut, dieser Kopf, aber den werde ich jetzt zerlegen. Es geht ganz einfach, ich habe hier eine Wurmschraube und so bekomme ich das Kugelgelenk heraus. Das machen wir jetzt. Damit wir die Kugel hier rausbekommen. Hier habe ich schon die Kugel. Und diese Kugel baue ich jetzt da rein. Ja, das ist die originale Kugel. Das war der Halter hier. Und jetzt baue ich diese Kugel hier ein. Die hat die gleiche Größe. Das baue ich jetzt ein. Und bald gibt es dann nicht mehr solche verwackelten Videos, sondern gute Videos, wo ich dann wirklich die Kamera fixieren kann und es keine Wackelei mehr gibt. Das ist jetzt das neue Setup, das hält. Gut, ich schalte das jetzt mal ein. Ich kann hier schön zu meinem Tisch hinzoomen. Ich kann das auch dementsprechend verbiegen, wie ich es brauche. Also das ist super cool. Yeah! Perfekt. Also, falls ich das weiter runter brauche, also das ist so Federn. Ja, das funktioniert einwandfrei. Und jetzt gibt es dann keine verwackelten Reviews mehr. Endlich kann ich diesen Ständer hier weggeben. Das hat mich schon so genervt. Weg damit. Das war jetzt ein ganz ein kurzes Video. Hat dir das Video gefallen? Gib mir doch gerne einen Daumen nach oben. Überlege auch, dass du meinen Kanal abonnierst. Dann versäumst du die weiteren Videos nicht. Es gibt dann bald noch zum Thema Greenscreen weitere Videos. Natürlich auch zum Mikrofon, zu den Mikrofonen, zur Beleuchtung, zur Software, wie man online streamt. Also das ist jetzt alles im Machen. Ich baue mein Studio gerade auf und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.